Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part mit Bellwright. Im letzten Part haben wir ja angefangen, unsere kleine Basis zu bauen und sind jetzt dann in der nächsten Quest auf der Suche nach dem Jäger. Und deswegen, ich rede nicht viel, wir starten in den Part. Let's go! Ja Leute, wir sind wieder zurück hier in Bellwright. Im letzten Part sind wir ja hier stehen geblieben, weil wir ja mit dem NPC hier geredet haben. Ich habe jetzt seinen Namen gerade schon wieder vergessen. Der aber jetzt anscheinend nicht mehr da steht. Naja, wie dem auch sei, wir müssen ja auf jeden Fall jetzt mit Emily Feldthor sprechen. Das ist die Jägerin. Und ich schätze mal, sie ist dort hinten bei dem Ausrufezeichen. Jetzt könnt ihr auch besser die Minimap sehen, weil ich meine Kamera jetzt oben rechts im Bildschirm platziert habe. Und genau, ich hoffe, das passt so. Und wenn nicht, dann muss ich sie halt nochmal umsetzen. Auf jeden Fall düsen wir doch jetzt einfach mal dahin und schauen, was die gute Dame uns zu erzählen hat. Und da hinten läuft sie ja auch schon. Bleib mal stehen. Halt, halt. Greetings, newcomer. Grüße, Neuankömmling. Sag mal, haben wir uns schon einmal getroffen? Dein Gesicht kommt mir schrecklich bekannt vor. Du musst Amelie sein. Der Älteste sagte mir, du wüsstest, wo ich den Jäger Lobomir finden kann. Ich bin es. Was kann ich für dich tun? Lobomir, kennst du ihn? Ich glaube, das ist der Jäger, bei dem wir das letzte Mal schon waren, wenn ihr euch erinnert. Leider, sagt sie. Ich muss ihn finden. Er ist im Wald, gleich den Hügel hinauf, nicht weit vom Dorf. Bring vielleicht ein Buch mit, damit du etwas zu tun hast, während er dich anbrüllt. Danke, glaube ich. Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo ich ein Buch herkriegen soll, aber ich denke, das war auch einfach nur ein Scherz von ihr. Ach so, wir müssen in die Richtung. Wundert euch nicht, wenn ihr Geräusche hört, das sind meine Katzen, die hier gerade ein bisschen Terror schieben. Im letzten Part hat er uns ja auch gesagt, dass in ein paar Tagen Winter ist. Ich hoffe, dass wir dann auch schon eine etwas bessere Hütte haben, weil dieses kleine Holzding, weiß ich halt jetzt auch nicht. Was leckt denn das so rum? Weiß ich halt jetzt auch nicht, ob das irgendwie von Vorteil ist. So, wir gehen wieder hier runter. Fallschaden haben wir aktuell nicht. Ich hoffe, der Regen hört bald auf. Das ist immer so ungemütlich. Oh, da ist ja sogar ein kleiner See. Den habe ich, glaube ich, im letzten Part gar nicht gesehen. Kann man da rein? Schauen wir mal, ob man schwimmen kann. Hm, sieht jetzt nicht so aus. Dann springen wir mal raus. Jawohl. So, was haben wir denn hier? Ach ja, genau, wir haben uns ja im letzten Part dann auch die Axt noch gemacht und haben auch schon zwei Bäume gefällt. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir können dann jetzt, glaube ich, auch das Plumpsklo bauen, weil ich habe ja dafür zwei Stämme gebraucht und die habe ich ja jetzt. Ha. Naja, genau, das ist der Typ da oben, bei dem wir das letzte Mal schon waren. Da wollte er aber noch nicht mit uns sprechen. Dann schauen wir mal, wie es diesmal so ist. Halt, stopp. Was suchst du? Es ist gefährlich, alleine durch die Wälder zu streifen. Hast du nichts von den Wölfen oder Banditen gehört, die in dieser Gegend lauern? Du siehst nicht aus wie der Jägertyp. Was machst du also hier? Wir können jetzt sagen, dass der älteste Dobron uns geschickt hat. Er hat nach Fallen gefragt, falls du welche hast. Die Leute von Herndin brauchen sie. Wölfe und Banditen lauern in der Gegend. Reiten die Banditen auf den Wölfen oder so? Nichts, ich komme nur so vorbei. Ja gut, okay. Natürlich nehmen wir dann den ersten Punkt. Ha, die Leute in Herndin. Natürlich brauchen sie mich jetzt. Ich werde nicht mit ihnen arbeiten. Dobron hat keinen Respekt vor meinem Handwerk. Er schätzt nicht alles, was ich zu diesem verdammten Dorf beigetragen habe. Und bis er das tut, können sie für sich selbst sorgen. Wenn du dir Sorgen um mein Wohlergehen machst, dann solltest du mir helfen. Ich brauche Felle und Kaninchenfell. Du bittest um Hilfe, aber du weißt nichts über mich oder was ich durchgemacht habe. Ich war früher ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft. Ich hätte sogar Ältester werden können, wenn ich gewollt hätte. Aber sie haben mich degradiert, weil ich mich geweigert habe, ein Sklave von Ashburns Marionetten zu sein. Also ging ich. Ich versuchte immer noch, aus der Ferne meinen Beitrag zu leisten, indem ich sie mit Pelzen und Nahrung versorgte und Fallen für das Dorf baute. Aber sie wollten mehr.
Als ich um eine bessere Bezahlung bat, sagte der Älteste nein und warnte mich sogar davor, noch einmal danach zu fragen. Irgendwann sagte er, er würde mit dem Briganten über mein Verhalten sprechen. Amelie hatte recht mit dir, du redest wirklich gern, das klingt wirklich hart, oder? Ich will niemanden verteidigen, aber es scheint, als wäre Herndin nicht reich genug, um dich zu bezahlen. Was sagen wir denn jetzt? Das klingt wirklich hart. Ja, nun, die feinen Leute von Herndin sind nicht deiner Meinung. Deshalb möchte ich dieses Leben hinter mir lassen. Was meinst du? Lass uns eine Vereinbarung treffen. Du brauchst Felle und ich kann dir beibringen, wie man sie herstellt, damit du kleinere Tiere fangen kannst. Du siehst aus wie jemand, der Dinge erledigen kann. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass in deinem Kopf viel los ist. Ich bin bereit, mich dir anzuschließen, wenn du mir Unterkunft und Nahrung gibst. Gemeinsam können wir uns das Leben in diesem Land leichter machen. Also können wir zusammenarbeiten? Ich denke, es ist möglich. Ich komme wieder, sobald ich einen Unterschlupf für dich gebaut habe. Okay, errichte ein Wohnzelt, einen Schlafplatz für deinen neuen Gefährten. Dann machen wir das doch gleich mal bei uns und nehmen hier gleich die Stöcke mit. Wenn die eh schon hier rumliegen. Ist hier auch noch ein Stock? Was ist das? Totholz, das brauchen wir. Stock. Mann, hier sieht man ja gar nichts. Stock. Kann ich das? Nee. Was haben wir denn noch gebraucht? Flachs haben wir noch gebraucht. Also sag mal. Irgendwie spinnen die heute rum, die Katzen. Naja. Gut, ein Wohnzelt möchte er also haben. Dann gehen wir doch mal kurz in unser Baumenü. Ein Wohnzelt. Einfach so neben uns ausstellen, oder? So, wo ist denn das Ablageteil? Hier. Genau, da legen wir schon mal alles da dazu. Wir brauchen noch 4 Holz. Und Flachs. Schauen wir mal, was wir noch in der Kiste haben. Nix mehr. Okay, also 4 Holz und 4 Flachs. Flachs war doch hier irgendwo, da hinten sieht es lila aus. Aber das ist keiner, gell? Nee. Wo ist er denn? Ist er das? Salbei. Den nehmen wir mal mit. Hier ist Flachs. Und Flachs, Flachs. Wo ist noch Flachs? Das hier auch. Da hinten ist, glaube ich, noch einer. Wie viele haben wir denn jetzt? Ich denke, das sollte an Flachs erstmal reichen. Dann brauchen wir halt jetzt noch Stöcke. Oder sollen wir einfach hier noch ein bisschen mehr mitnehmen? Ja, ich würde sagen, wenn es schon mal da ist. Ich frage mich, ob man auch irgendwie anders Stöcke holen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen jungen Baum umhau, was kommt dann raus? Ach so, doch, Holz 3. Ah ja, okay. Ich habe jetzt auf den Boden geschaut. Mhm, dann haben wir eigentlich genug. Nehmen wir trotzdem noch ein bisschen mehr mit. Okay. Da ist nochmal Hanf. Das brauchen wir aber nicht. Da ist ein Häschen. Das ist dann unser nächstes Ziel. Hasen erledigen für das Fell und so. Und dann let's go. Machen wir weiter hier. Gut. Das haben wir. So, wo fangen wir an? Hier. Wenn wir dann irgendwann mal Arbeiter haben, dann können die auch Sachen für einen bauen.
dann muss man das nicht die ganze Zeit selber machen, weil das finde ich ein bisschen mühselig, ehrlich gesagt, dass ich quasi hier jetzt die ganze Zeit um das Zelt rumlaufen muss, um das hier fertig zu bauen. Der wird einem irgendwie auch ein bisschen schwindelig. So, dann da hinten noch zwei. Sehr schön. Also, dann haben wir das Zelt jetzt für ihn auch. Geh zurück zu Lubomir. Dieses Zelt bietet deinen Siedlern Unterschlupf. Es kann nur zwei Personen beherbergen, also baue genug für alle, die es brauchen könnten. Hallo Lubomir. Ich habe das, worum Sie mich gebeten haben. Gibt es Neuigkeiten? Ist mein Zuhause fertig? Ja, ich bin bereit. Du kannst dich mir anschließen. Kannst du mir jetzt beibringen, wie man Fallen baut und wie sie funktionieren? Lass uns anfangen. Baue den Forschungstisch für mich und dann zeige ich dir, wie es geht. Oh, und denk dran, dass du sie, sobald wir sie gebaut haben, in dichten Wäldern platzieren solltest, um die Chance zu erhöhen, etwas zu fangen. Werde ich machen. Lass uns an die Arbeit gehen. Deine Dorfbewohner können jederzeit einer von drei Rollen zugewiesen werden. Ein Arbeiter erfüllt deine Handwerks- und Produktionsaufträge in der Siedlung, ein Gefährte reist mit dir und befolgt deine Befehle, ein Wächter patrouilliert und verteidigt deine Siedlung vor Gefahren. Du kannst deinen Gefährten Befehle erteilen, indem du ihnen mit E kontextbezogene Befehle zum Angreifen, Ernten und Bewegen gibst. Probiere es selbst aus. Es ist wichtig, dass du und deine Dörfer gut ernährt bleiben. Wenn du hungrig wirst, werden deine Gefährten, Arbeiten und Wachen ihre Arbeit unterbrechen, um Nahrung zu suchen. Je besser das Essen, desto länger können sie arbeiten. Das ist auch sehr interessant. Das ist wirklich richtig cool. Das heißt, mit E kann ich ihm jetzt einen Befehl geben. Aha, hier. Ernte Rohstein oder Ernte Holz. Das ist geil. Aber wir klicken jetzt mal Q an. Muss ich das gedrückt halten? Nee, also irgendwie macht er nichts. Ja gut, wahrscheinlich, weil er mir schon folgt. Dann zeigen wir ihm jetzt mal seinen Schlafplatzi. Und diese Handwerkstation. Das ist das, wovon ich gestern geredet habe. Dass auf der linken Seite ein Arbeiter stehen kann, hier. Und auf der rechten Seite eben unser eigenes Herstellungsmenü ist quasi. Wenn wir jetzt hier auf F klicken, wähle ein Rezept aus, um deinen Arbeitern Aufträge hinzuzufügen. So, da können wir jetzt ihm sagen, dass er eine Axt machen soll, eine Fackel oder eine primitive Keule. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Wir müssen jetzt erstmal den Forschungstisch erstellen und verwandle deinen Begleiter in einen Arbeiter, damit er dir beim Bauen helfen kann. Wie soll ich ihn denn verwandeln? Ach Quatsch, ich muss hierhin. Forschungstisch. Dann platzieren wir den doch mal. Wo könnten wir den denn hinstellen? Vielleicht hier so? Ja. Flachs, Baumstamm und Holz. So, dann geben wir doch ihm jetzt mal den Auftrag, dass er uns Holz erntet. Aber warum tut er das nicht? Also, das ist jetzt quasi sein... Okay, jetzt verstehe ich. Wenn ich jetzt hier auf Arbeiter klicke, dann wartet er hier quasi auf einen Auftrag von mir. Und er hat jetzt hier ein Stück gekochtes Fleisch gegessen und einen gebratenen Pilz. Was haben wir denn hier noch alles? Wir können ihn als Gefährten einstellen und als Wache. Das ist das, was wir ja vorher schon gelesen haben. Deine Siedlung. Da kann ich also, wenn ich hier einen Außenposten gebaut habe, dann auch seine Zuweisung wechseln. Und hier sieht man die Prioritäten. Da kann ich hier jetzt auch auswählen, welche Priorität. Und ich schätze mal, 9 ist das Höchste. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Standhalten. Reservewache, das braucht man nicht. Inventar. Er hat eine primitive Keule und hier die Rüstung, sonst nichts. Attribute. Er ist ein Wunderkind. Aha, er hat also einen Fertigkeits-EP-Gewinn von 30%. Das ist auch nicht schlecht. Moral, es ist schön, einen eigenen Platz zu haben und warme Mahlzeiten sind schön. Also gefällt es ihm quasi bei uns.
So, er ist jetzt Arbeiter. Das heißt, was macht er? Ich habe ihm eigentlich ja gesagt, dass er den Baum fällen soll. Jetzt bin ich mal gespannt, was tut er? Ah, er hebt Holz auf und das geht auch direkt in unser Inventar. Cool. Ja, das ist praktisch. Dann tun wir jetzt hier den Baum mal fällen. Also das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn sie das macht. Warte mal, was steht da? Benötigt ein besseres Werkzeug. Ist es wirklich so? Wartet mal, dann legen wir doch mal das Holz gleich hier hinzu. Und er kommt jetzt hier noch mit mehr Holz. Ah, und er legt es auch gleich hinzu. Okay, dann brauchen wir noch zweimal Flachs. Gucken wir mal, ob wir den Baum fällen können. Ja, aber da kommt auch noch Holz raus. Ich brauche ja eigentlich diese Holzstämme. Wo habe ich denn die gestern hergeholt? Ich habe doch schon einen Baum gefällt. Nehmen wir mit. Benötigt ein besseres Werkzeug. Geht er trotzdem kaputt? Wahrscheinlich nicht, oder? Und der hier? Auch nicht. Oh, Setzling kann man ernten. Ja, hallo, ich brauche Holzstämme. Baum, den hier können wir. Man muss übrigens die linke Maustaste gedrückt halten, damit er hier fällt oder damit sie hier fällt. Okay. Passiert da nochmal was? Aha. Ach so ist es. Ich muss den jetzt in Stücke schneiden, oder wie? Oh Mann. Nee, mein Inventar ist voll. Das Problem kenne ich. Bringen wir mal den Flaxi hierher. Ach, hat es schon gemacht. Dann einmal zur Kiste. Und einfach hier mal alles raus. So, jetzt ist die Kiste voll, macht aber nichts. Das Zeug brauchen wir ja zur Genüge. Halt, wohin willst du, Baum? Nehmen. Ein Baumstamm. Okay, und wo ist der andere? Hier. Okay, ich glaube, mehr haben wir nicht gebraucht. Jetzt bau. Ah, Quatsch. Steck mal kurz das weg. Achso, er baut. Okay, muss ich auch nichts machen. Alles klar. Der Bau von Forschungstisch ist abgeschlossen. Ein Arbeiter kann damit neue Gebäude und herstellbare Gegenstände erforschen. Erforsche die kleine Falle mit Hilfe deines neuen Siedlers. Kleine Falle. Dauer 20 Sekunden, verwendete Ressource 0%, erforderlich 5 Stöcke, 2 Flachs. Dann haben wir jetzt hier 2 Flachs drin, 1 Stock. Dann holen wir noch Stöcke. Das sollte, glaube ich, reichen. Oh, verwalten deiner Siedlungen. Je mächtiger deine Siedlung wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Überfalltrupps anzieht. Investiere in Wachen und bessere Ausrüstung, um sie abzuwehren. Baue Außenposten und du findest alle nützlichen Infos im Bildschirm Stadtübersicht. Ja, okay.
So, dann tun wir hier gleich noch das mit rein. Okay. 5 Holz, 2 Flachs. Forschung stoppen. Muss ich ihn jetzt... Wo ist er denn eigentlich hin? Ach da. Muss ich ihm jetzt sagen, dass er forschen soll? Arbeitergefährte Wache. Ach so, vielleicht geht er jetzt hin. Jetzt schauen wir mal schnell, was er macht. Ah ja. Na gut, also während er jetzt mal hier forscht, können wir ja mal gucken. Es gibt eine persönliche Hütte auch noch. Und das Plumpsklo. Das wollte ich ja sowieso platzieren. Hallo, wieso kann ich das nicht... Ah ja, jetzt. Weil man muss ja schließlich auch mal aufs Töpfchen. Und das Plumpsklo würde ich eigentlich gerne hier so hinmachen, dass man auch seine Ruhe hat. Juhu. Ja gut, vielleicht kümmert er sich da ja auch drum. Also wir haben auf jeden Fall den einen Punkt ja schon abgeschlossen. Erforscht die kleine Falle. Und jetzt lass ihn die Falle an der einfachen Werkbank herstellen und im dichten Wald zusammen mit dem Köder aufstellen. Das können wir auch alles ihm auftragen. Das ist ja ultra praktisch. Kleine Falle. Einmalig. Nicht genügend Ressourcen, ja. Wir haben hier auch den lokalen Speicher. Was braucht die denn? Die braucht einfach nur Holz. Das haben wir doch noch. Tun wir das mal da rein. Okay. Dann denke ich mal, dass er das jetzt macht. Sollen wir dann in der Zwischenzeit mal pennen gehen vielleicht? Tag 3. 4 Tage bis zum Winter. Wenigstens regnet es nicht mehr. Hat er jetzt hier schon die Falle hergestellt? Ja, hat er. Dann zieh mir die mal ins Inventar. Lass ihn die Falle an einer einfachen Werkbank und im dichten Wald zusammen mit dem Köder aufstellen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich ihm das sagen kann, dass er die Falle aufstellen soll. Untätig, warte auf Beschäftigung. Da kann ich nichts anklicken. Wenn ich jetzt nochmal ins Inventar gehe, Quatsch, wo ist es mit I? Und Rechtsklick mache, dann stelle ich sie ja selber auf. Warte mal, halt, stopp, bleib mal da, ich möchte dich sprechen. Inventar, jetzt kann ich ihm doch mal die Falle vielleicht rübergeben. Und jetzt hat er sie auch in der Hand, oder? Schauen wir mal, was er macht. Wie war das denn E? Mit E kann ich doch befehlen. Also da weiß ich tatsächlich nicht, wie das gehen soll. Deswegen, jetzt machen wir es doch mal so. Jetzt nehme ich die nochmal zu mir und stelle die jetzt hier mal selber auf. Ja, okay, das hat also auch gezählt. Gut. Bringe 3 kleine Fallen zu Dobron und bringe 1 Fell. Alles klar. Und hier brauchen wir einen Köder. Juti. Holen wir jetzt noch kurz irgendwas zu mampfen für die Falle. Getrocknete Beeren. Oh, verdorbenes Essen. Haben wir da drin. Das ist natürlich doof. Wo ist die Falle jetzt? Hat hier. Okay, jetzt haben wir hier einen Köder reingemacht. Dann kann er jetzt wieder Arbeiter sein. Ach, und er holt Beeren, das ist toll.
Und wir holen uns noch mal ganz kurz hier einen jungen Baum. Nee, wir brauchen keinen jungen Baum, wir brauchen einen normalen Baum. Nimm mal den Baumstamm noch. Und... Oh, den kann ich nicht mehr nehmen. Das macht nichts. Ich brauche aber auch nur zwei fürs Plumpsklo. Okay, das wird automatisch hier geschnitten und dann kann ich es bauen. Unser Plumpsklo steht. Yay! Plumpsklo, ein Ort, an dem du Gegenstände loswerden kannst, die nicht mehr benötigt werden. Interessant. Das heißt, ich kann hier theoretisch das verdorbene Essen reinmachen. Das ist witzig, dass man dafür dann extra ein Plumpsklo macht. Und vor allem, dass man die Fliegen auch noch hört. Das ist geil. Naja, gut. Dann beende ich den Part jetzt an dieser Stelle. Es war auf jeden Fall wieder cool, es hat echt Spaß gemacht. Das mit den Arbeitern finde ich auch wirklich praktisch, dass man den Aufgaben geben kann. Und wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute habe, dann kann ich sagen, hey, mach du das, mach du das, mach du das und kann mich halt auf meine Quests und so konzentrieren. Also das ist echt geil und müsste man mal gucken, wie es dann im Koop letztendlich ist. Aber ich glaube, das macht genauso viel Spaß. Also in dem Sinn, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und bis zum nächsten Mal. Baba!